Sehr gut. Endlich mal ein sinnvolles Update, welches auf den ersten Blick gar nicht so groß wirkt, aber für mich ist es schon ein sehr feines Stück. Und zwar Update 1.5.0 in Pokémon Go und damit geht's weiter. Ist bei mir seit heute im App Store. Und was hat sich getan? Im Grunde nicht viel. Aber es gibt eine neue tolle Funktion, die man hier rechts unten erreichen kann. In der Vergangenheit gab es bisher nur zwei Menüpunkte, nämlich Favorit und Verschicken. Neu hierbei ist jetzt die Bewertung, mit welcher man grobe Informationen über die IV direkt im Spiel erhalten kann. Und das möchte ich jetzt erklären. Man klickt da mal drauf und dann kommt der Spark. Also hier erscheint immer der jeweilige Teamleiter von der Farbe. Bei Team Instinct eben Spark. Hey Daniel Schilling, soll ich mir dein 98 Pfund mal ansehen? Jetzt hat man sowieso keine Wahl. Dein 98 Pfund kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Und dieser zweite Satz ist wichtig, denn der beschreibt die Summe der Prozente von allen IV-Werten. Sind diese höher als 82% oder genau 82%, sprich 37 von 45 IV in Summe, dann kommt dieser Satz bei Team Gelb. Jedes Team hat einen anderen Satz, die werde ich dann später noch erläutern. Sein KP-Wert ist seine beste Eigenschaft. Das bedeutet nun, dass Stamina hierbei am besten ist von den drei Werten. Attack, Defense und Stamina. Dann sagt er noch, auch sein Verteidigungswert ist klasse. Was nun bedeutet, dass die Verteidigung auf einer Höhe vom besten Wert ist. Also in diesem Fall KP. Sprich, Stamina und Defense sind gleich stark. Und jetzt sagt er, seine Werte sind die besten, die ich je gesehen habe. Bedeutet, dass mindestens ein Attribut 15 von 15 aufweist, sprich KP. Und weil KP gleich stark ist wie Defense, wie er mir gesagt hat, bedeutet das Defense 15, KP 15 und Attack 14, weil es 98% hat. Das kann man aber nur herausfinden, wenn man sich das dann noch ausrechnet. Aber im Grunde sagt das, dass ich zumindest mal mehr als 82% habe. So, jetzt sagt er noch was über die Größe. Das ist das winzigste 98 Pfund, das ich je gesehen habe. So sehe ich das. Tschüss. Genau. Jeder Teamleiter hat jetzt vier verschiedene Sätze, die er an zweiter Stelle in der Konversation sagt. Und die geben Auskunft über die IV-Reichweite, so in Summe. Das heißt, der beste Satz 82,2% bis 100%. Der zweitbeste Satz 66,7% bis 80%. Der dritte dann 51,1 bis 64,4. Und der letzte Satz, diese Pokémon sollte man sofort wegschicken, 0 bis 48,9%. Genau, und weil das jetzt auch ein Entwicklungsvideo wird, ich werde das ein oder andere Pokémon entwickeln, muss man sich diese IV-Rechner nicht mehr irgendwie runterladen oder im Internet danach suchen, eingeben und so. Einfach die Pokémon hier befragen durch die Bewertung. Der sagt jetzt, soll ich mir Feuerteufel ansehen? Jawohl, kann es im Kampf mit allen aufnehmen? Sprich, ich bin bei 82,2 bis 100%. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Vulcano entwickle, da habe ich 93%, das haben wir uns in der letzten oder vorletzten Folge gemeinsam ausgerechnet mit Überprüfung. Ach man, GPS, ich habe... Okay, dankeschön. So, 93%, jetzt kann ich mal befragen, stimmt das denn? Soll ich mir dein Vulcano ansehen? Ja, mach es. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen, sprich 82% plus. Ohne dem Rechner hätte ich das schon mal herausgefunden. Dann sagte mir, Verteidigungswert ist die beste Eigenschaft. Jetzt will ich noch herausfinden, ist die Verteidigung auch auf 15 von 15? Sind die besten Werte, die ich je gesehen habe? Jawohl, das heißt Verteidigung 15 und die anderen beiden sind nicht 15. Das heißt, ich schätze so 13 und 14 wahrscheinlich. So sehe ich das. Tschüss. Das heißt, man kann es relativ genau ohne Rechner rausfinden, aber niemals zu 100%. Wenn man echt zu 100% genau sein möchte, kann man da nochmal nachrechnen. Gut, das heißt, dieses 80% Duflor sollte rein theoretisch jetzt den anderen Spruch ergeben. Soll ich mir dein 80% mal ansehen? Dein 80% ist insgesamt wirklich stark. Und das sagt er bei einer Spanne von 66,7 bis 80%. Das heißt, so ein Teil ist gerade so noch von der Schippe gesprungen, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich, wenn man echt starke Pokémon haben möchte, dann sollte man sich auf die mit dem ersten Satz konzentrieren. Und da werde ich jetzt mal die Sätze der einzelnen Teams einblenden. Und zwar Team Blau. Dankeschön an Yasu auf Twitter für diese Information.
Dieser Satz lautet, dein Pokémon ist insgesamt einfach erstaunlich. Wirklich ein atemberaubendes Exemplar. Das heißt, wenn jemand von Team Blau diesen Satz liest, bedeutet das unbedingt aufheben. Das Pokémon hat mindestens 82,2% IV und ist sehr, sehr, sehr stark. Sollte am besten entwickelt werden und so weiter und so fort. Dann Team Rot. Dankeschön an Darky, der mir diesen Satz gesagt hat. Von deinem Pokémon bin ich insgesamt total beeindruckt. Es kann einfach alles. Wenn jemand aus dem roten Team diesen Satz liest, bedeutet das, yay, Glückwunsch. Team Gelb, dein Pokémon kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Kurz und bündig, so sieht's aus, im Schneckenhaus bei Spark. Also, was macht man jetzt mit diesen Informationen? Das ist natürlich sehr fein, denn so muss man nicht immer rechnen, sondern wenn ich jetzt irgendwas Feines aus einem Ei bekomme oder gefunden habe, hier Electek zum Beispiel, befrage ich jetzt einfach mal Bewertungen und er sagt mir, dein Electek ist insgesamt ganz gut und das bedeutet jetzt für mich, ich kann den wegschicken. Verschicken. Der hatte zwar bei einem Attribut anscheinend die Maximalwerte, aber weg mit Electek, unter 80% und vor allem mit 400 Wettkampfpunkten läuft da bei mir nichts. Phlegmon wird zu Lamus, das ist ganz gut, kann ich mir auch mal ansehen. Kann sich im Kampf noch verbessern. Oh, wenn ich das lese, weg damit. Ohne zu überlegen. Genau, also, und so wählt man jetzt die Pokémon aus, die man entwickeln möchte. Und ich werde heute Fukano zu einem Akani entwickeln. Vorher noch ganz kurz, ich habe Carpador-Bonbons gesammelt. Da werde ich meinen Gyros wahrscheinlich aufs Maximum ziehen. Ich hoffe, das geht sich aus. Also, sehen wir uns die Sache mal an. Genau, ich muss sagen, ich hab schon ein paar Meinungen zu dem Update gelesen. Hä? So lange kam kein Update und jetzt so ein Schwachsinn. Kann ich nicht ganz zustimmen irgendwie dieser Sache. Das ist eine große Zeitersparnis, dieses Update. Und im Prinzip, wer die IV-Berechnungen und das alles nicht versteht, vollkommen egal, merkt euch diesen Satz für das jeweilige Team. Das ist alles, was man wissen muss. Sobald dieser Satz erscheint, bedeutet das, jawohl, das ist schon ziemlich gut. So, genau, ein Power-Up noch. Und dann dürfte ich die Marke an 2000 Wettkampfpunkten überschritten haben. Jawohl, das ist auch so. Und damit hat Gyros Feuerteufel überholt. 2016, wir befinden uns im Jahr 2016. Zufall? Ich denke nicht. Power-Up nicht möglich, weil Trainer-Level zu niedrig. Sehr fein, sehr, sehr fein. Hier kann ich auch mal kurz die Befragung... Wow, ich bin froh, dass das als Favorit markiert ist. Hab mich verklickt gerade. Bewertung durchführen. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen, sprich 82% plus. Ich weiß es sogar ganz genau, das sind 91%. Genau. Angriffswerte sind auf 15 von 15, denn er sagt, Angriff ist am besten und es sind die besten, die er je gesehen hat. Aber es gibt keinen zweiten Wert, der auf 15 von 15 ist, denn ansonsten hätte er gesagt... Auch KP irgendwie ist ganz gut. Als Beispiel. So sehe ich das. Tschüss. Sauber. Sehr, sehr, sehr gut. Nach Nummer sortieren. Fukano hier irgendwo. Oh Mann, bald kommt eine Entwicklung mit Glücksei von mir. Fukano ist hier. 93% werde ich jetzt entwickeln. Vorher noch kein Power-Up. Wieso, weshalb, warum? Wenn es die falschen Attacken hat, dann werde ich dieses Pokémon nicht verwenden. Entwickeln. Möchtest du Fukano 93 entwickeln? Möchte ich. Parallel sehe ich mir kurz die Liste der besten Attacken an. Oh, die habe ich geschlossen. Muss ich mir dann direkt nochmal zu Gemüte führen. Komm schon, Akani. Arcanine, wie er auf Englisch heißt. Sieht richtig spitze aus. Also, wer hier nicht vor Ehrfurcht erstarrt in der Arena, dem kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Im Pokédex registriert. Damit bin ich bei Kanto 102. Sehr schön. Och nö, auf den ersten Blick sieht's schlecht aus. Dampfwalze ist ein Bodenangriff, aber 35. Oh, schlechter Charge-Move, muss ich mir mal ansehen. 1700 Wettkampfpunkte knapp, das ist schon mal gut, aber... ich muss mir den Angriff kurz ansehen. Autsch, also das ist jetzt eine ganz miese Sache. Feuerzahn ist zwar nicht schlecht, aber Dampfwalze ist die mit Abstand schlechteste Attacke. Der schlechteste Charge-Move, was die DPS-Werte angeht. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich den hochziehen soll. Oder einfach mein 86er Fukano. Das ist nämlich genau die Sache. Dieses 86er Fukano könnte ein besserer Attacker sein. Mit den passenden Attacken.
als, ja, dieses Vulcano hier, beziehungsweise jetzt Akani. Oh Mann. Mies, sehr mies. Drei Möglichkeiten gab's und ich habe leider genau die schlechteste davon gezogen. Und genau aus diesem Grund habe ich vorher noch keine Power-Ups durchgeführt. So, und jetzt werde ich noch eine Entwicklung erledigen. Mauzi, 93er Mauzi ist am Start. Endlich mal Snobillikat, ein zweiter Pokédex-Eintrag. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig, welche Attacken da rauskommen, weil ich habe noch nie einen Snobillikat in einer Arena gesehen. Ich weiß nicht, ob die stark sein können. Der Multiplikator dürfte auch nicht so krass sein. Oh, sorry, ich bewege mich zu schnell bei der Entwicklung. Es tut mir leid, ich sitze hier schon wieder mal und ich bewege mich immer so schnell fort während dem Sitzen. Und da ist sie, die Katze Snobillikat. Ich habe bei den normalen Pokémon-Spielen immer mit Mauzi und Zahltag gefarmt. Da konnte man richtig schnell farmen. So, Knuddler und Kratzer. Ich muss sagen, Knuddler hört sich nicht so schlecht an. Wegen Typ Fee auch, aber mal schauen. Ich sehe mal kurz die Liste an. Okay, also hier hatte ich Glück. Kratzer ist top und Knuddler scheint auch nicht so schlecht zu sein. Aber 920 Wettkampfpunkte kann ich gefühlt auf 1150 erhöhen, so in etwa. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für den Aufwand des Sternenstaubs. Von daher werde ich es mal dabei belassen. Ja, sehr schade irgendwie. Akani ist jetzt zwar mein viertstärkstes Pokémon, was die Wettkampfpunkte betrifft, aber diese Dampfwalze, das gibt's ja wohl nicht. Ja, da muss ich mir was überlegen. Ich denke, ich werde mein zweites Vulcano auch entwickeln. Und wenn da nochmal Dampfwalze rauskommt, dann habe ich einfach Pech gehabt. Dann werde ich dieses Akani hochziehen. Ansonsten, ja, schade, schade, Schokolade. Immerhin Gyros. Gyros ist richtig stark. Relaxo könnte noch stärker sein. Da fehlen mir allerdings die Bonbons. Also, von daher, genau. Was die Eier betrifft, da bin ich wieder gut dabei am Brüten. Da wird bestimmt demnächst auch wieder ein Eye-Opening folgen. Für jetzt würde ich mal sagen, war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.